willkommen zurück bei City Skylines und bei Wie fackele ich meine Stadt am besten ab? Wir sehen hier schon, es hat ein kleines Feuer in der Parkresidenz gegeben. Das ist spontan auf die Nachbarbäume übergesprungen. Das gab es früher nicht. Das ist erst jetzt neu. Dementsprechend kommt auch hier schon unser Feuerwehrhubschrauber und löscht den Waldbrand, der entstanden ist dadurch, dass wir ein Gebäude angezündet haben. Normalerweise passiert beim Waldbrand genau das Umgekehrte, nämlich das Gebäude entzündet sich durch den Waldbrand, aber in dem Fall andersrum. Aber alles in Ordnung, alles unter Kontrolle, wunderbar. Schauen wir doch mal, was unsere Mitbewohner so alle gesagt haben. Ach, die gelben Weißfelder sind mal wieder wunderbar als Thema da. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Könnte jemand die Pflanzen gießen, die Katze reinlassen? Der Schlüssel liegt dort. Danke fürs Mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. RC Bürgermeister, ich freue mich, bekannt geben zu können, dass unsere schöne Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Glücklicher Bürgermeister. Ja, das ist doch schön. Ja, da haben wir noch mehr Glückwünsche. Noch mehr gelbe Maisfelder. Der Rauch ist zwar ein bisschen eklig, aber in einer Stadt dieser Größe wird uns ein Krematorium viel Platz sparen. Asche zu Asche. Das hoffe ich doch auch. Haben Sie Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Ledergeldbeutel. Nein, aber das Geld ist eh meins. Ich glaube, ich habe eine Möwe gesehen oder war es ein Spatz? Ich kenne mich mit Vögeln nicht so gut aus. Biologie? Dann solltest du Nachhilfeunterricht nehmen. Ach, Bürgermeister, jetzt aber fällt der Stadtverwalterung nichts Moderateres ein, Moderneres ein als Landwirtschaft. Nach einer Runde Joggen im neuen Park. Versandhandelsbabys, jetzt verfügbar. Suchen Sie sich selbst die besten Gene raus. Kostenloser Versand. Babys Overnight. Nope. Babys Overnight kann jeder machen. Wenn er will. Hoffentlich werden wir nicht von einem Tornado getroffen. Katastrophenstadt. Da regiert wohl die Angst. Aus der Nachbarwohnung kommt ein komischer Gestank. Das ist die Angst von Nachbarn. Ich suche nach einer Wohnung oder einem Haus in der Stadt. Bin für alles offen. Bitte PM für weiteren Kontakt suchen. Ja, kommt doch zu mir. Ich habe da noch ein paar Zimmer zu vermieten in der Bürgermeisterresistenz, die ich noch nicht mal gebaut habe. Gut gemacht, Bürgermeister. Meinung nach sehen die gelben Maisfelder aus. Kennen wir doch. Danke für den tollen Urlaub. Man sieht sich dieses Jahr. Das war wohl ein Tourist, der freut sich, wiederzukommen. Freut mich auch. Schauen wir mal, wie sehen unsere Fahrradstraßen aus. Gibt es hier schon Leute mit Fahrrädern, die fahren wollen? Oder war das für die Katz? Dann könnt ihr natürlich auch einfach hingehen und normale Straßen, Fußwege draus bauen. Das sehe dann so aus. Dann dürfen auch Fußgänger drüber. Oder man könnte auch einfach normale Wege hinsetzen. Dann dürfen auch alle drüber. Ich glaube, das mache ich sogar. Und weil ich so konsequent bin, mache ich auch alles so, wie es sein soll. Hier fahren ein paar Fahrräder rum. Das lohnt sich also. Ein oder zwei Fahrräder. Na, jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf. Da funktioniert der Verkehr. Hier drüben auch. Hier kommt es manchmal zur Rückstauung durch die Ampel, aber das ist in Ordnung, das passiert nun mal. Hier haben wir auch eine Kreuzungsproblematik gelöst. Und dieses Viertel ist nach wie vor nur über diese Straße hier erreichbar. Das könnte man eigentlich irgendwann mal ändern. Aber zuerst brauchen wir eine Menge Gewerbegebiet. Gewerbegebiet ist doch gut. Weil Gewerbegebiet könnte man jetzt eigentlich hier anbauen. Hier lang. Ein bisschen gesetzt. Das ist eine Stromleitung. Die brauchen wir jetzt nicht abreißen. Damit haben wir ja schon Erfahrung. So. Einmal hier ein bisschen lang. Jetzt können wir, da hat mein Rechner gerade kurz gehangen, deswegen bin ich spontan weit weggerutscht. So. Jetzt kann man nämlich das andere Stück hier nämlich auch noch bebauen. Und das hier kurz abreißen, um die richtige Straße hinzusetzen, nämlich in die Richtung. Aber das könnte so funktionieren. Hm.
möchte ich aber nicht ganz so. Ich möchte nämlich die Richtungsfeile so weit ändern, dass da links abgebogen wird und da. So. Dann stehen die sich nämlich nicht im Weg. Also die Linksabbieger vor allen Dingen. So, Wasser müssen wir noch ein bisschen was legen. Ist nicht viel, aber hier müssen wir noch ein bisschen Wasser nachlegen. Was wir hier auch schon mal machen könnten, ist eine Wasserreservoirstation. Die bauen wir jetzt einfach mal hier so hin. Damit können wir dann Wasser speichern, um es anschließend. Ja, sieht es hier am Außen umbauen. Überflüssiges Wasser aufzunehmen, das heißt, wir speichern hier eine gewisse Menge Wasser. Das wird dann im Katastrophenfall zum Beispiel wieder zurück in die Stadt, ins Stadtsystem gegeben oder aber auch, wenn zu wenig Wasser da sein sollte. Was wir auch bauen könnten, wäre Rettungshubschrauber haben wir ja schon. Sauna braucht Wärme. Wärme haben wir nicht. War doch noch irgendwas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was es noch wäre. Hier zum Beispiel. Wir können hier nochmal entsprechende Notunterkünfte bauen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Setzen wir hier einfach nochmal eine Notunterkunft ein. Dann haben wir auch direkt hier in der Gegend eine Möglichkeit, unsere Bürger zu evakuieren. Das braucht selbstverständlich alles wieder Platz. Wäre ja nicht so, als wenn das einfach wäre. So, das ist zwar die Schnellstraße, aber das macht nichts. So, ein klein wenig Arbeitsgelegenheit und Wohnunterkünfte. Gewerbe war ja besonders viel gefordert. Hier könnte mir jetzt an der Straße eigentlich auch was bauen. Da möchte ich eigentlich sehr ungern was dran setzen. Da könnte man noch ein bisschen was dran setzen. Wie die Kreuzung sich hier jetzt macht, müssen wir mal ein bisschen was verfolgen. Das wird schon. Wichtig ist mir, dass man auf der Straße hier möglichst ohne Probleme durchfahren kann. Wahrscheinlich werden wir sie auch irgendwann mal wie hier komplett vierspurig machen müssen, damit es einfach einen einheitlichen Look gibt. Oh, da siedeln sie schon die ersten an, das ist auch wunderbar. Damit hätten wir nämlich dann auch dieses Eckchen hier komplett besiedelt und könnten uns dann entweder darum kümmern. Nein, wir können kein neues Stück bauen. Dann können wir hier noch ein bisschen durchbauen. Dann haben wir auch das Drecksloch wahrscheinlich, beziehungsweise die Haupthöhen mit den Immergrünhöhen und dem Belmont-Viertel hier drüben verbunden. Und so langsam fühlt sich die Stadt. Das finde ich doch schon mal sehr schön. Hier drüben sieht man ein paar höhere Häuschen. Das passt auch zum Krankenhaus so ein bisschen. Früher oder später werde ich dann noch hier zwischen dem Krankenhaus und dem Hochhaus hier. Das heißt früher oder später, ich kann das eigentlich auch jetzt schon machen. So. Hier erlauben, entsprechend höhere Häuser bauen zu dürfen. Weil dann ist das einheitlich, dann sieht das nicht zerpflückt aus. Aus der Straße hier kann man theoretisch auch eine Allee bauen oder eine größere Straße. Da werde ich mich dann noch entsprechend entscheiden. Hier sieht das nicht so aus, als gäbe es größere Probleme. Ach, das ist hier auf der anderen Seite ein bisschen schlimmer, hauptsächlich deswegen, weil hier die Autos nicht durchkommen. Ah nein, das sind nur Partner-Autos. Ja, das ist ja Glück gehabt.
unser Industriegebiet, was eigentlich eher Drecksloch heißen sollte, aber sich Elisabeth Höhen nennt, arbeitet. Die Straße hier funktioniert. Und es sieht doch ganz gut aus. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, dass die Stadt sich so gut, recht gut entwickelt. Weil normalerweise bin ich jetzt, ja, was soll ich sagen, das Ganze schaut richtig zusammengewachsen aus und nicht zusammengesetzt. Deswegen habe ich das auch auf die Art und Weise gebaut. Und der Rest wäre quasi Planspiel. Planspiele sind, kann man bauen, schauen aber nicht unbedingt immer super aus, weil sie einfach nach dem Schema F gebaut werden. Und auf die Art und Weise haben wir einfach ein bisschen mehr an Möglichkeiten drin, um einfach einfache Sachen zu differenzieren. Beziehungsweise um einfach ein paar unterschiedliche Sachen einzufügen und hier und da mal ein bisschen was zu verändern. Wie viele Einwohner brauchen wir eigentlich noch bis zur nächsten Stufe? Noch 5000? Ja, das kriegen wir auch noch hin. Wir werden dann immerhin eine kolossale Stadt mit der Möglichkeit, Kernkraftwerke zu bauen und Umschlagplätze für LKWs. Jetzt könnten wir aber auch schon immerhin Güterbahnhöfe bauen, wenn wir wollten. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die Stadt wieder weiter wächst. Könnt ihr mal schauen, wir haben ein paar Gebiete. Oh, wir haben hier hinten überhaupt nichts gebaut, was die Attraktivität erhöht. Ach, die armen Leute. Was kriegen wir denn noch schön hin? Zum Beispiel eine Garage für die Arbeitenden hier. So. Einer freut sich nicht, alle anderen freuen sich. Und wenn wir schon dabei sind, bauen wir hier noch ein großes Kino hin, weil warum bauen wir kein großes Kino? So. Damit ist die Gegend auch super dran. Wir könnten hier hinten nochmal kleinere Sachen bauen. Das machen wir dann aber. Wir können hier einen kleinen Yachthafen bauen, das ist doch auch eine Idee. Setzen wir den vielleicht irgendwo hin, wo sowieso schon Straßen sind. Da sind sowieso schon Sachen dran. Er muss definitiv relativ nah an die Straße. Was haben wir hier? Wir können noch einen Reitstall hinsetzen. Oder einen Beachvolleyballplatz. Hier mal den Beachvolleyballplatz und auf der anderen Seite den Skatepark. Dann gibt es hier hinten auch ein paar Möglichkeiten für Freizeitgestaltung. Wir sehen hier schon ein paar Anfänge von Stauungen. Die möchte ich jetzt noch spontan verhindern. Damit müssen die Leute sich erstmal direkt schon einordnen, von vornherein. Das erleichtert mir jetzt natürlich die Arbeit rauszufinden, wer wohin will. Und der nächste Schritt ist, hier eine zeitgesteuerte Ampel einzurichten. Rauskommt. Nicht so viel Gutes, habe ich den Eindruck. Nicht so viel Gutes.
Ich fürchte, wir müssen die Ampel noch ein bisschen abändern. Und auch die Straße werden wir jetzt ein wenig abändern. Und zwar einmal so. Dann machen wir das auch einmal so. Dann haben wir das ähnlich wie dort oben. Machen wir die Ampel nochmal neu. Schritte löschen, Schritte hinzufügen. So. Explizit. Machen wir das aber so. Ausgemacht. Dann machen wir hier das einmal an. Wenn ich hier die Rechtsabbiege einfädeln lassen. Dann wollen wir hier die Linksabbiege noch abbiegen lassen. Können dann hier mit dem Rechtsabbieger anfangen. So, das war der, das war der. Dann wollen wir hier gerade außen rechts abbiege. Das können wir hier nämlich auch rechts abbiegen lassen. Können wir nicht. Was mache ich für einen Blödsinn? Das weiß ich hier, können wir die drei Linksabbieger abbiegen lassen, weil da kommt wenig Gegenverkehr. Und dann kann man das so machen. Wird überhaupt so viel Rechtsabbiegerverkehr? Ich bin mir da nicht sicher. Ah, das kommt trotzdem anders. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt gibt es erstmal großes Chaos, weil die Straße ist erweitert worden. Ja, ich sehe schon, dadurch, dass wir da jetzt Gewerbegebiet gebaut haben. Das müssen wir mal wegmachen. Da müssen wir jetzt was anderes hinsetzen. Ansonsten staut sich da nämlich der Verkehr regelmäßig. Müssen wir so machen. Dann gibt es da jetzt zwar kein Gewerbegebiet, aber entsprechende Arbeitsgelegenheiten. Arbeitsgelegenheiten sind ja auch nicht schlecht. Das Gewerbegebiet, was wir jetzt weggenommen haben, können wir jetzt eigentlich hier hinten hinsetzen. Da stürzt dann auch nicht, wenn irgendwelche LKWs zwischendrin anhalten. Die Stelle können wir ein bisschen verbessern. Da haben wir mehr Platz. Schauen wir mal, was jetzt so passiert. Da sind sehr viele, die links abbiegen. Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass hier in das neue Viertel sehr viele rechts abbiegen wollen. Viele fahren auch einfach geradeaus durch. Das ist gerade gar nicht so einfach, wie es aussieht. Das sieht wahrscheinlich einfach nicht einfach aus, vermute ich mal. Müssen sich alle auf den letzten Drücker einordnen. Das funktioniert einfach nicht. Kann ich nicht sehen, wer wohin will und kann euch nicht die Ampel schalten. Das müsstet ihr doch mittlerweile kapiert haben. So, jetzt steuert Ampel. Machen. Ja, und damit ist die geradeaus Spur nämlich blockiert, wenn
die Leute im letzten Moment auf die Linksabbiegerspur rüberrutschen. Dann funktioniert das Ganze mit dem Durchfahren und mit den Ampelsteuerungen nicht mehr. Leute, Leute, Leute. Und das Ganze mit den Rechtsabbiegern funktioniert natürlich auch nur so lange, wie keiner spontan irgendwo reinfährt. Ich vermute mal, dass es jetzt besser wird. Wir werden sehen. Alternativ schauen wir mal, wo wollen die alle hin? Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich hinzugehen, eine Allee zu nehmen mit vier oder mehr Spuren. Was hätten wir da zur Auswahl? Sowas hier zum Beispiel. Oder sowas. Dann zu sagen, zweispurig geradeaus und so weiter und so fort. Im Moment ist es ja hauptsächlich die Abbiegerspur, die Probleme bereitet. Aber auch der Verkehr nimmt ja so langsam ab. Nur noch der Verkehr muss hier entsprechend geändert werden. Alles klar, wir nehmen diese hier. Die ist natürlich um Welten breiter, logisch. Meine ganz schöne Fahrspurverbinderei muss ich jetzt nochmal machen. Wäre auch zu einfach. Und dafür können wir jetzt hier sagen, Richtungspfeile. Rechts geradeaus, zweimal links. Hier möchten wir das beibehalten wie zuvor. Und hier machen wir das so. Dementsprechend haben wir hier eine Spur rechts, eine Spur geradeaus, eine Spur links. Das passt. Die zeitgesteuerte Ampel existiert noch. Und die Leute stehen hier alle auf der, naja, neben der Spur. Jetzt müssen die sich hier nur noch dran gewöhnen, dass die zwei Linksabbiegerspuren haben. Da können sie nämlich auch gleich doppelt links abbiegen. Weil der fällt hier geradeaus und nach rechts rum ist eher marginal. Ja, funktioniert ganz gut. Da kommen gleich ein paar mehr Autos rum. Die müssen sich jetzt ja natürlich einmal zusammensammeln. Das ist ja auch in Ordnung. Der Verkehr hier muss sich noch durchschlängeln. Ich glaube, da mache ich das jetzt auch einfach, dass ich hier sage. Die will ich haben. So. Dann können die sich nämlich auch direkt drei Spuren hier einfädeln und sind dann auch richtig eine richtige Spur. So, noch ein Fahrspurverbinder. Dann müssen sie sich direkt von Anfang an auf die richtige Spur setzen. Und hier gehen wir nochmal ganz kurz hin. Zeitgesteuerte Ampel. Stopp. Hier wäre die Linksabbieger. Schritte zufügen. 1. Schritt 4. Hier ändern wir das Ganze nochmal ganz kurz und schauen. Die machen wir aus. Ja. Speichern Start. Weiter. Schritt 3. Ganze jetzt erstmal in Ruhe entstauen. Jetzt haben wir natürlich hier unten das Problem, dass so viele Fahrzeuge gleichzeitig reinfahren, aber das ist ja egal. So, jetzt müssen wir nur sagen, hier nochmal den Schwachsinn beenden. So, das hier wird geändert.
links und geradeaus. Den Schritt kann ich mal löschen. So. Dafür kann ich jetzt einen Schritt hinzufügen. Wenn jetzt einen Linksabbieger zulässt, da machen wir auch nur noch Linksabbieger. Dann haben wir quasi auch zwei Schritte Linksabbieger hier oben. Und damit müsste eigentlich auch der Verkehr relativ schnell wegfließen. Wenn da auf einmal einer reinfährt. So, die fahren da in alle Richtungen. Rechtsabbieger dürfen durch. Hier Rechtsabbieger dürfen durch. Stehen die schon lieber im Weg. Was war das jetzt gerade? Da ist er doch schon relativ schnell gefahren, der LKW. Ja, jetzt müssen sie alle natürlich nur noch eine Spur, ist ja auch, wäre ja auch zu schön. So, Fahrspur dahin, Fahrspur dahin. Na komm. Hier hinten wird es dann sowieso nur noch eine Fahrspur. Ja, und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine sehr spannende Folge. Wir haben sehr viel geschafft. Wir haben hauptsächlich eine Kreuzung gemacht und davon sehr viel. Ich wünsche einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut, wenn es heißt, satt macht Makromanagement.